Ist ein Erster von Klaus Lufen. Genau 10 Jahre ist es her, seit Steffi Graf in Berlin zum ersten Mal gewann. Ihr erster Turniersieg überhaupt gegen Navratilova. Heute könnte sich der Kreis schließen. Zum 11. Mal im Finale. 8 Mal hat sie die internationalen deutschen Meisterschaften bislang gewonnen. Hier in Berlin fühlt sie sich so wohl wie auf keinem anderen Turnier dieser Erde. Hier wird sie gefeiert, von vielen sogar richtig geliebt. Hier haben sie ihr zu Beginn dieser Woche die Auszeichnung zur Weltsportlerin des Jahres 95 überreicht. Hier hat sie einen Rekord gebrochen. 232 Wochen die Nummer 1 im Damentennis. Eigentlich wollte sie ja gar nicht kommen und dann war sie doch noch richtig gerührt. Ich glaube, es gab es auch noch selten, dass man einen Preis bekommen hat. Man sollte eigentlich sich darüber freuen, man heult. Aber also es ist für mich natürlich eine ganz besondere Auszeichnung, gerade für das unglaubliche Jahr, das ich letztes Jahr hatte. Die Schatten waren lang für Steffi Graf im vergangenen Jahr. Steueraffäre, Rückenschmerzen, Fußoperation. Viele hätten wohl aufgehört, nicht Steffi Graf. Alle 3 Grand-Slam-Turniere, bei denen sie antritt, gewinnt sie auch bei ganzen 2 Saisonniederlagen. Zwischendurch aber immer wieder kleine Zusammenbrüche. Pressekonferenz nach dem Sieg bei den US Open. Die Gedanken beim Vater. Gerade in Deutschland wollte sie deshalb eigentlich nicht spielen. Die Stimmung bei vielen umgekippt. Betrügerin nennen sie manche sogar schon. Steffi Graf kommt trotzdem nach Berlin und wird belohnt mit Zuneigung. Und liebe Steffi Mania an der Hundekehle. Sie lernt die Geheimwege im neuen Stadion schnell schätzen. Weniges, was die Weltranglisten Erste macht, bleibt hier in Berlin unbeobachtet. Auch zur Players Party kommt sie deshalb nicht. Vergnügen sollen sich andere. Sie hat ohnehin genug Probleme, zwischendurch auch wieder mit dem Rücken, obwohl der doch schon eigentlich wieder viel besser war. Aber Berlin tut ihr dennoch gut, so wie Arco, der sie jeden Morgen beim Training besucht. Und trainiert hat sie viel, um für die French Open und das Endspiel von Berlin wieder in Form zu kommen. Stefanie Graf, wieder mal die letzte der Topspielerinnen, die auch das Finale erreicht. Alle anderen haben sich schon lange verabschiedet. Übrig geblieben ist Karina Habsudova, die Ungesetzte aus der Slowakei. Die hier gerade von den Zuschauern in Berlin begrüßt. Wir hören dies gerade. Sie wird vorgestellt. Sie ist Weltrekordlerin. Sie ist in dieser Woche in der 332. Woche die Weltranglistin Erste. Was für ein Rekord. Unglaublich. Stefanie Graf, die diese Veranstaltung 8-mal gewonnen hat, ist natürlich auch in diesem Endspiel gegen Karina Habsudova Favoritin. Aber hören wir doch ganz kurz noch einmal rein, was der Stadionsprecher uns zu erzählen hat. Da setzte sich das weitere Spiel durch. Stefanie Graf gewann gegen die gewiss gut gestartete Kroatin mit 7:5 und 6:1. Und auch heute wird es wohl das Duell geben, weithändige Rückhand gegen den klassischen Rückhandslice. 1985, als 15-Jährige, stand Steffi Graf erstmals hier im Finale gegen Chris Evert und verlor knapp. Dann, vor 10 Jahren, der erste große Triumph gegen die damals als übermächtig erscheinende Martina Navratilova. Heute, 10 Jahre später, trägt Stefanie Graf als 8-malige Siegerin die Favoritenwürde. Es wäre ihr 98. Turniersieg in ihrer Karriere. Wir hoffen auf ein schönes Finale. Herzlich willkommen, Stefanie Graf. Im Moment gute äußere Bedingungen. In Berlin über dem Hundekehlensee hat sie bislang eine ganze Menge Glück gehabt. Gestern unmittelbar nach Beendigung der Halbfinalspiele hat sie ziemlich gewittert. Und auch heute sind Regenschauer angesagt. Aber wie es ausschaut, wird diese Begegnung hier noch ohne wetterungsbedingte
Unterbrechungen durchgespielt werden können. Jane Harvey, den Tennisfreunden auch unter ihrem Mädchennamen Jane Tabor bekannt. Sie ist Profi-Schiedsrichterin und sie hat auch schon einmal das Endspiel in Wimbledon geschiedsrichtert, sowie das im Übrigen als erste Frau überhaupt die derzeitige Tourdirektorin der WTA, der Women's Tennis Association, Georgina Clark, getan hat, die wir nachher sicherlich bei der Siegerehrung mit auf dem Center Court erleben können. Einschlagzeit gleich beendet und zum ersten Mal, zumindest in Berlin auf dem Center Court, der Bundespräsident, Dr. Roman Herzog, neben ihm der regierende Bürgermeister Eberhard Diepken, der hier Stammgast ist auf dieser Anlage. Dr. Roman Herzog wird bis 15.30 Uhr auf der Anlage bleiben. Überhaupt viel Prominenz heute dabei. Wir werden Ihnen die einzelnen Persönlichkeiten im Verlauf des Endspiels sicherlich noch näher bringen. 2:0 im direkten Vergleich zwischen Stefanie Graf und Karina Habsudowa. European Indoors, Hallenveranstaltung in Zürich, damals glatter Erfolg für Stefanie Graf. Karina Habsudowa, eine Spielerin, die von der Grundlinie aus keine Schwächen hat, Vor- und Rückhand fast gleich gut. Allerdings mit der Rückhand ist sie in der Lage, die entscheidenden Punkte zu gewinnen. Da hat sie auch ein bisschen mehr Gefühl, als sie uns gestern noch gesagt. Insgesamt das Selbstvertrauen nach den letzten Erfolgen natürlich enorm gestiegen. Erfolge über Martina Hingis, Murray Pierce und so weiter und so weiter. Das bringt einen nach vorne. Vor dieser Veranstaltung in Berlin war Karina Habsudowa, die Slowakin, die im Übrigen aus dem Club kommt, dem einst Miroslav Mečija, der Olympiasieger von 88, vorgekommen ist. Vor dieser Veranstaltung, wie gesagt, war Karina Habsudowa 54. Klaus Hofsess und Hans Engert, der Interimscoach. Und jetzt geht's los. 0 beide im ersten Satz. Philipp! Same by 15. Einstand, tschüss. Vorteil, hab's it over. Thank you.
Spiel, Herr Zedöwe. Erstes Spiel, Festgänger. Das Auftaktspiel für Karina Habsutova, für die natürlich diese Begegnung hier sehr schwierig ist. Natürlich ist sie Außenseiterin, hat immerhin schon $100.000 gewonnen, höchste Preisgeld bislang in der Karriere der 22-Jährigen. Aber wenn man das erste Mal in einem Endspiel steht, dann gehen einem natürlich eine ganze Menge Dinge durch den Kopf. Da will man besonders gut spielen, will es allen besonders gut zeigen. Und das führt dann manchmal zu Verkrampfungen im Spiel. Kommt darauf an, dass Karina Habsutova hier aus ihrer Sicht ruhig und gelassen bleibt. Und Stefanie Graf versucht, ein wenig unter Druck zu setzen. Stefanie Graf, darauf werden wir im Verlauf dieser Begegnung eingehen, hat gestern im zweiten Satz gegen Iva Majoli ihr bestes Tennis gezeigt, bislang bei diesem Turnier. Hat sich vor allen Dingen gut bewegt und diese Beweglichkeit ist natürlich die Basis bei Stefanie Graf für ihr gutes und erfolgreiches Spiel. Auch heute Morgen beim Training hinterließ sie eigentlich einen ganz guten und lockeren Eindruck. Erstes Aufschlagspiel von Stefanie Graf. Der Ball wird angehalten. Man darf gespannt sein, was Schiedsrichter Jane Harvey jetzt sagt. Falls der Ball die Linie berührt hat, dann wäre es ein Punkt von Stefanie Graf. Aber der Ball war tatsächlich im Aus. 0:15. Nichts passiert. Spielball. Eins weiter, one game on. Ganz locker durchgeschwungen, diesen ersten Aufschlag von Stefanie Graf. Gestern servierte sie immer nur so mit 70%iger Härte. Fühlte sie sich insgesamt noch ein bisschen verkrampft, vor allen Dingen im Rückenbereich. Sieht heute anders aus. 1-2 im ersten Satz. 15-0. 15-0. Same by the 15-0. Rather than saying 30-15.
40-15. Spiel hat sie drüber. Hat sie drüber geführt, 2-1, 2 games to 1. Bislang das Spiel der Außenseiterin aus Bratislava sehr couragiert. Man erkennt nichts von einer Nervenanspannung. Und wir haben das jetzt hier in diesem Spiel zweimal gesehen, wie sie die Punkte mit ihrer beidhändig geschlagenen Rückhand gewonnen hat. Insgesamt bewegt sie sich natürlich auch, hat einen eigenen Konditionstrainer jetzt seit einem halben Jahr in Bratislava, hat eine ganze Menge auch getan und dadurch auch ein paar Pfunde verloren. Und das Resultat sieht man hier bislang bei diesem Turnier in Berlin. Vorhand, wie gesagt, hat sie auch eine ganze Menge Gefühl drin, aber sie kann nicht so viele direkte Punkte gewinnen wie mit ihrer doppelhändigen Rückhand. Und sie sieht ganz leicht aus, nicht verkrampft, sondern rhythmisch durchgeschwungen und sie hat einen guten Treffpunkt, immer ganz kurz vor der Hüfte und die Beinarbeit, und die habe ich eben angesprochen. Und wie gesagt, diese Karina Habsburger hat durchaus Möglichkeiten, sehr schnell unter die ersten 20 auf der Weltrangliste zu kommen. Wir werden uns mit der Technik von der Stefanie Graf dann beim nächsten Seitenwechsel noch mal ein bisschen beschäftigen, die sich bislang hier heute ein bisschen verhalten zeigt und erstmal ihren Rhythmus finden muss. Fehler! Nur 15, nur 15. Viele Vorhandfehler bei Stefanie Graf, die auch im Moment ein bisschen zu wenig macht, der Slowakin die Initiative überlässt. Eigentlich müsste es ja die Weltrangliste erste sein, die hier dieses Spiel diktiert. Einstand, tschüss. Fehler! Vorteil hat sie durch. Fehler!
Einstein, tschüss. Die Schwäche im Spiel von Karina Habsudowa, das hat sie uns noch kurz vor Spielbeginn gesagt, das sind die Angriffsbälle. Hat sie kein Gefühl für, weiß sie auch nicht, wann sie zum Ball gehen muss. Spielball für Stefanie Graf. Bella! Einstein. Tschüss. Bella! Full time, Habsudowa. Bella! Frau Harvey, darf mal kurz hinterher schauen, der Ball war im Aus, so zumindest aus unserer Perspektive zu erkennen. Und dies bedeutet zweiter Aufschlag. Ein sehr nervös geführtes Spiel bislang von beiden Spielerinnen. Sie sehen das hier in dieser Reaktion von Stefanie Graf, die mit ihrem Bewegungsablauf nicht zufrieden ist. Da bekommt sie keinen Kick hinein in ihren Aufschlag. Das bedeutet, dass der Ball ein bisschen höher abspringt. Erster Aufschlag ganz gut. Der Ball ist auf der Linie. Erneut Breakchance für Karina Habsudowa. Schwerer Ball. Schwerer Ball, das war zu erkennen. Und der Ball ist im Aus. Und das war ein nervös gespielter Ball von Stefanie Graf. Wackelte der Arm ein wenig. Hatte sie eigentlich alle Möglichkeiten, da sehen wir das auch beim Treffpunkt, da schlabberte das Handgelenk und das kurze Abwinken kommt noch dazu, 3:1 für die Außenseiterin gegen eine Stefanie Graf, die im Moment weit von ihrer Bestform entfernt ist. Nur 15, nur 15. Nur 40-30.
Fehler! Fehler! Einstand, tschüss. Und jetzt zeigte Karina Habsudobber ein bisschen Nerven. Das, was wir angesprochen haben vorhin, sie steht zum ersten Mal in einem ganz großen Finale. Da denkt man dann schon einmal auf einmal über einen Sieg nach, wenn man 3-1 führt. Und jetzt kommt die unterschnittene Rückhand von Stefanie Graf. Zum zweiten Mal in diesem Spiel der Versuch eines Stoppballs. Unterschnittene Rückhand. Werden wir uns gleich beim Seitenwechsel ein wenig drüber zu unterhalten haben. Nach wie vor ein sehr nervös geführtes Spiel von beiden jungen Damen hier. Besser. Spielball. Der Ball seitlich im Aus und Karina Habsudobber, dadurch Rebreak für Stefanie Graf, die dieses Spiel nicht gewonnen hat, sondern es war Karina Habsudobber, die ihrerseits das Spiel verloren hat mit den vielen sogenannten unnötigen Fehlern. Da merkt man doch die mangelnde Routine bei der 22-jährigen Stefanie Graf. Natürlich die weitaus erfahrene Spielerin hier auf dem Center Court mit all ihren Triumphen. Die weiß natürlich dann ganz genau, wann es drauf ankommt, einmal nur einfach die Kugel im Spiel zu halten. Stefanie Graf, die, man kann das wirklich sagen, seit Monaten weit von ihrer Bestform entfernt ist. Sie hat doch nicht mehr die körperliche Substanz, um mit ihrer Kondition so ein Match herumzureißen. Warum gewinnt sie überhaupt die Spiele? Hier haben wir erstmal einen kleinen Blick auf die Ehrentribüne. Manfred von Richthofen. Und rechts ein Wirtschaftsminister Rex Roth. Wie gesagt, es gibt viele Probleme. Warum gewinnt sie die Spiele? Ganz klar, sie hat diese Routine und sie hat die unterschnittene Rückhand. Mit dieser unterschnittenen Rückhand kommt die Konkurrenz heute nicht mehr zurecht, weil kaum eine Spielerin noch eine einhändige unterschnittene Rückhand überhaupt spielt. 15, 15. Immer noch kein Gefühl bei der Vorhand. Bei Stefanie Graf ist ja eins der ganz großen Paradeschlag gewesen. Und noch gestern gegen Eva Maioli kam dieser Schlag dann erst Anfang des zweiten Satzes. Und dann wurden viele direkte Punktgewinne mit dieser Vorhand erzielt. Bislang heute noch Fehlanzeige. 30 Zeiger,
Freund Michael Bartels, rechts daneben Bruder Michael. Und sobald die Vorhandbälle kommen von der Stefanie Graf, die hier wieder ihre Rückhand umlaufen kann, sieht das ganz anders aus. Auf dem Center Court zum dritten Mal eine gelungene Vorhand in dieser Begegnung und es steht 3-3. Fella. 40-30. Es ist immer schwierig, da hineinzuhören, was da bei Stefanie Graf vorgeht. Man hat fast das Gefühl, dass die Bespannungshärte ein bisschen zu weich ist. Sie hat noch nicht das Timing bei dieser Vorhand. Ist ja heute hier in Berlin relativ warm, Temperaturen 26, 27 Grad auf dem Center Court. Aber wie gesagt, sie ist erfahren genug, um dies alles genau abzuschätzen können. Wir müssen feststellen, dass der Center Court in Berlin nicht ausverkauft ist. Das ist natürlich schon eine überraschende Angelegenheit. Auf dieser Seite sieht es ganz gut aus, aber es gibt auch beträchtliche Lücken oben. Und wir sehen das da hinten. Es gab ja viele Stimmen, die sagten, man muss nicht so ein großes Stadion in Berlin bauen. Derjenige, der die Regel einst aufgebracht hat, Gerald Smith von der WTA, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Was soll's? Eins steht allerdings auch fest, dass es Irrsinnspreise sind, die die Zuschauer hier zu bezahlen haben. Der billigste Platz, meine Damen und Herren, das muss man sich mal vorstellen, für Erwachsene heute 90 Mark. Teuerste 150, nicht nachzuvollziehen, denn bei jedem Grand Slam Turnier in der Welt sind die Eintrittspreise günstiger. 90 Mark für eine Karte nicht nachzuvollziehen. No, 15, 15. Thank you.
15 beide. 15. Eine kritische Situation aus der Sicht von Stefanie Graf, die sich zu ihrer Vorhand hin schlecht bewegt, immer nur rutscht. Und da läuft sie jetzt gar nicht hin. Tja, das zweite Break gegen Stefanie Graf, damit 5:3 Führung für die krasse Außenseiterin aus Bratislava, die auch in diesem Spiel zuletzt gar nicht so viel machen musste. Der Ball war auf der Linie, ganz klar zu erkennen. Hat die Linie weiß gewischt dort hinten. Ist richtig abgerutscht, aber das kann passieren. Bislang die Leistungen hier der Linien- und Schiedsrichter ausgezeichnet in diesem Turniertag. Nur 15, nur 15. Endlich die Vorhand. Stefanie Graf muss hier mehr machen in dieser Begegnung, gar keine Frage. Aus 0:40. Oh, großer Spiel, bra. Neue Bälle bitte. New balls, neue Bälle. Hat sie geführt 5:4, 5 games to 4. Sobald die Vorhand kommt, erleben wir hier ein anderes Spiel. Dann nämlich ist Karina Habsburg aber diejenige, die dann hinten in der Defensive ist. Und schauen Sie mal an, die Stefanie Graf, die da eben rübergeschaut hat zu Hans Engert. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit meiner verfluchten Vorhand. So reden die wirklich mal miteinander. Klaus Hofstes kennt natürlich die Stefanie Graf genauso und wechselt die Stefanie Graf jetzt einen Schläger? Nein, noch nicht, das tut sie nicht. Irgendwie hat man das Gefühl, dass die Bespannungshärte, wie gesagt, ein wenig zu weich ist. Aber lassen wir das einfach so stehen und wir genießen noch einmal den letzten Ballwechsel mit dieser Vorhand, die für Karina Habsburg nicht zu erreichen ist. Aber auch hier sehen wir das, dass die Stefanie Graf auf der Vorhandseite die Bälle nicht ausläuft, immer wieder diese Rutscher, und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Stefanie Graf nicht das
absolute Selbstvertrauen in ihren Körper hinein hat. Früher ist sie diese Bälle ausgelaufen. 5:4 führt Karina Habsutova noch im ersten Satz. Fehler! Fehler. Aus. 15 beide, 15 noch. Danke. Da spielt auch ein wenig die Angst mit. Zwei Satzbälle für Karina Habsutova. Das zweite in diesem Match. Respekt vor der 54. der Weltrangliste, die diesen ersten Satz gewinnen konnte gegen eine Stefanie Graf, die nach wie vor gar nicht richtig in diesem Spiel drin ist. Fünfzehn dreißig. Fehler.
Spiel drauf. Coach Spiel, zweiter Satz. First game, second set. Eben haben wir mal ganz kurz den Havel Kaiser aus Berlin eingeblendet mit Sportsfreund Fitzmann. Aber wir wollen es so ein bisschen bei dem Spiel, ein bisschen bei dem Spiel bleiben. Stefanie Graf, wie gesagt, mit all ihrer Erfahrung hat sie es bislang nicht geschafft, sich frei zu spielen. Spielt ja zum ersten Mal wieder ein Turnier seit 2 Jahren in Deutschland. Gab lange Phasen, wo sie auch richtig davor Angst hatte, bei einer offiziellen Veranstaltung aufzutreten. Hier in Berlin ist sie geradezu herzlich empfangen worden. Werfen Sie einen kurzen Blick über die Statistik. Hat wenig Aussagekraft in dem Fall, nur bei den sogenannten vermeidbaren Fehlern. Da war die Zahl ein bisschen höher bei Stefanie Graf, die hier im zweiten Satz einen Break geschafft hat. Rechts im Übrigen ist die vorhin angesprochene Georgina Clark, jetzt Tourdirektorin der WTA, und sie war die erste Dame, die ein Endspiel auf dem heiligen Rasen auf dem Center Court von Wimbledon schiedsrichtern durfte. 1:0 für Stefanie Graf im zweiten Satz. Der erste Aufschlag von Stefanie Graf nun etwas besser geworden, dann wenn sie den glatt durchspielt. Wird er auch ein bisschen härter, mittlerweile etwas über 150 Stundenkilometern schnell. 2:0. Das Tempo von Stefanie Graf ein wenig angezogen. Bewegt sich auch besser dort hinten an der Grundlinie. Es ist auf einmal Karina Habsedowa, die sich dort hinten bewegen muss. Thank you.
Thoracic Vibe, 30. Also 40, 30, 40. Bitte bleiben Sie stehen, danke. Es gibt ein, zwei Besucher, die sich dort hinten am Platzende bewegen. Kein Grund zur Unruhe. Einstand. Einstein. Tschüss. Einstand, tschüss. Einstein. Tschüss. Fester. Button to the bar, danke.
Hold on, hops it over. Dafür 2-1, 2-1. Respekt vor dem guten und lockeren Spiel der Karina Habsutova, die sich jetzt hier völlig frei gespielt hat auf dem Center Court, die mitten drin ist in dieser Begegnung, die jetzt auch ihre Chance sieht. Man hat nicht den Eindruck, als ob sie noch irgendwelche Nervosität hat. Also das ist schon erstaunlich, wie die sich hier insgesamt profiliert hat während dieser Turnierwoche, die ja an sich im Großen und Ganzen nicht allzu tolles Tennis brachte. Das muss man dann auch ganz emotionslos sagen. Karina Habsutova, die nicht nur Martina Hingis schlug in der zweiten Runde, dann auch erfolgreich war gegen Mary Pierce. Tabik des dritten Satzes, das war so ein Highlight dieser Veranstaltung. Es gibt vielleicht noch ein Spiel zwischen Arantxa Sánchez Vicario und der jungen Dame Ludmila Richterova aus der Tschechischen Republik. Ansonsten viele einseitige Begegnungen. Jetzt hier erleben wir zumindest ein ausgeglichenes Spiel mit einer wirklich überraschend gut auftrumpfenden Außenseiterin. 2-1, Stefanie Graf im zweiten Satz, noch ein Break vorne. Nur 15, nur 15. Franziska van Almsick, die auf einen Wunsch hier auf die Anlage gekommen ist. Sie hat vor zwei Tagen ein Porträt gedreht für die Olympischen Spiele zusammen mit der ARD hier in Berlin. Spielball. Das ist das Rezept aus der Sicht der Stefanie Graf, den Bällen der Karina Habsutova entgegenzugehen, früh zu treffen die Vorhandschläge, nicht so wie im ersten Satz, ein, zwei Meter hinter der Grundlinie. Здравствуйте.
30 love. Thirty-fifteen. Spiel hat sich über. Vorzüglich gespielt von Karina Habsedowa, wie sie da ansatzlos ihre beidhändig geschlagene Rückhand Longline spielen kann, die Linien lang. Das ist ja eigentlich für die beidhändig Spielerin besonders schwer. Man muss einen Schritt mehr machen, um perfekt hinter dem Ball zu stehen. Nach wie vor spielt hier Karina Habsedowa sicherlich ihr allerbestes Tennis. Noch einmal diese Rückhand sehr schön zu erkennen. 6:4. Für die Außenseiterin und 3:2 für Stefanie Graf. Es gab heute Morgen ein Match hier auf der Anlage des LCTC Rot-Weiß zwischen ihm, ganz verdienstvoller Mann des veranstaltenden Clubs, Harald Elchenbroich, Davis Cup-Spieler, ehemaliger von Kramm-Schüler, ist jetzt Sportdirektor, hat viel für diesen Club getan. Und der hat zusammengespielt mit Dr. Christian Kunke. Und der war heute ein bisschen traurig, man hat ihn vorne gesehen. Denn bei allem Sonnenschein, den wir hier auf der Anlage erlebt haben, gibt es hier eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich unerfreulich ist. Denn der veranstaltende Club hat ihn aus der Lounge gewiesen, weil er ursprünglich Gegner dieses Stadionausbaus war. Dr. Christian Kunke, der so viel getan hat für den deutschen Tennissport, wird hier bei einer Veranstaltung des Deutschen Tennisbundes aus der Lounge gewiesen. Also das kann eigentlich gar nicht stimmen, das mag man gar nicht glauben, da muss man sich sicherlich später noch einmal zusammensetzen. Er auf jeden Fall war heute ganz traurig.15, 15. Fehler! Ja.
15:30. 15:30. Thirty-forty. Spiel draw. Draw führt 5-2, Katrin Mr. 2. Stefanie Grafs Spiel ist in der Tat aggressiver geworden. Sie setzt jetzt hier die Akzente. Und auch sehr gut zu erkennen, wenn die Stefanie Graf ihre Vorhandbälle ihrerseits auf die Vorhand von Karina Habsudova spielt, dann hat die Slowakin ihre Schwierigkeiten, kommt immer zu spät zum Ball, trifft den Ball dann auch zu spät und dadurch gibt es jetzt doch eine relativ sicher aussehende 5:2 Führung für Stefanie Graf, die sich besser bewegt. Wir sehen auch dies in dieser super Slow Motion, da steht sie auch besser hinter dem Ball, hat natürlich auch ein bisschen Zeit gehabt zu ihrer Vorhand, aber der Vorhanddurchschwung lockerer, rhythmischer, nicht mehr so verkrampft wie zu Beginn dieses Spiels. Also 5:2 Führung für Stefanie Graf, die ja hier ein Triumph so unerhört wichtig wäre. Insgesamt für das eigene Selbstvertrauen, für die Psyche, die ja so angeschlagen ist und dann natürlich auch aus sportlicher Sicht im Hinblick auf die French Open. Ganz kurz noch einmal etwas zu diesem Platz hier. Man hat das ja eigentlich nie glauben mögen, dass man hier wirklich drauf spielen kann. Man muss sagen, der Center Court präsentiert sich in einer ausgezeichneten Verfassung. Sehr harter Platz. Gratulation an die Platzbauer, die hier eine vorzügliche Arbeit geleistet haben. Man hat jetzt vor 4 Wochen überhaupt mit dem Platzbau begonnen. 5:2 die Möglichkeit für Stefanie Graf, diesen Satz zu gewinnen. Nur 15. Das kennen wir doch von gestern her. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Auch gestern gelang Stefanie Graf gegenüber Maioli zahlreiche Punktgewinne mit Netzrollern. Schwupp, da ist er drüber. Feeling like a sad game, 7-10 draw. Set by 16-2. Nach dem Geschmack des Publikums steht es hier ein Satz beide. Will ja hier 3 Sätze sehen, nachdem es so viele schnelle Spiele hier gab. Alles offen.
Und dieser Ball war annonciert und der küsst noch einmal die Netzkante. Dieser Rückhandstopper touchierte sie gerade, um in der Reitersprache dies einmal zu schildern. Der erste Stopper in dieser Begegnung von Karina Habsudowa. Und dann berührt diese Rückhand noch einmal die Netzkante. 15 Ball. 15. Einstand, Juice. Bundespräsident Herzog hier zusammen mit dem regierenden Bürgermeister von Beginn an dabei. Früher war es ja immer Richard von Weizsäcker, der Stephanie Graf zugeschaut hat. Und wir erleben einen Breakball. Das Spiel lebt jetzt in dieser Phase von der Vorhand der Weltranglistin Ersten. Einstand. Juice. Thank you.
fantastischer Ball. Nicht zuletzt dank der guten Beinarbeit von Karina Habsdorfer, die da kaum rutscht, jeden Ball ausläuft an der Grundlinie. Das ist ein wichtiges Spiel, speziell für Stefanie Graf, was das Selbstvertrauen anbelangt. Guter Ball. Ja, ja. Viel zu besten Zeiten, das Herumtänzeln um die eigene Rückhand. Spiel drauf. Sehr flach dieser Rückhand-Return mit der unterschnittenen Rückhand, blieb unten liegen und ein bisschen zu hektisch gespielt von Karina Habsdorfer. Aber wir sehen das gleich noch einmal, diese Rückhand von Stefanie Graf bleibt unten und sie verzieht in das Netz Karina Habsdorfer, die aber, auch das ist schön mit anzusehen, nicht ängstlich da hinten spielt, sondern weiterhin ihre Chance sucht. Und das zeigt eigentlich so ein Zeichen einer gewissen Klasse, dass man nicht ängstlich da hinten agiert, auf die Fehler der vermeintlichen Ausnahmespielerin wartet. Stefanie Graf aber hat sich zweifellos gesteigert, eben das auch an der Beinarbeit insgesamt. Das ist ja für sie so schwierig. Training erleben können mit unseren Kameras, haben wir ihn auch einspielen dürfen heute zu Beginn unserer Sendung, zusammen mit ihrem Trainer Hans Engert. Und so, wie man das jetzt so sieht, hat man den Eindruck, dass die Stefanie Graf sich völlig schmerzfrei bewegen kann. Das ist nicht immer so bei ihren Turnierspielen. Sie kann das nur sehr gut verdecken mit all ihrer Routine und dem enormen Ehrgeiz der 26-Jährigen. Aber Karina Habsdorfer ist weiterhin gefährlich. Hela! Nur 15, da verstehe ich. Und wenn die Karina Habsdorfer Fehler macht, dann meistens mit ihrer Vorhand. Auch hier wieder
wurde zuerst diese unterschnittene Rückhand von Stefanie Graf gespielt, mit der die jungen Spielerinnen gar nicht so viel anfangen können. Fünf Single. 15. Fehler. Rise 15, 40, 15. 40, 15. 40, 15. Für 2:1, 2 games to 1. Die beidhändig geschlagene Rückhand von Karina Habsdorfer, klar der bessere Grundschlag der Slowakin. Mit diesem Ball hat sie schon viele Punkte direkt gewinnen können. Sie ist ja hier ohne ihren Trainer Stankovic. Nette Geschichte, der hat mit seinen kleinen Söhnen Fußball gespielt, ist dabei über den Ball gestolpert, hat sich die Nase gebrochen. Und sie an. Dennoch läuft das Spiel aus der Sicht der Karina Habsdorfer ausgezeichnet. Mehr kann sie gar nicht erwarten. Und wie gesagt, sie hat immer noch alle Chancen, hier vielleicht den ganz großen Wurf zu schaffen. 2:1 Führung im dritten Satz für Stefanie Graf, die ja in diesem Jahr erst 3 Turniere gespielt hat. Ich habe das vorhin angesprochen mit ihrer körperlichen Substanz. Die auch lange nicht mehr so viel trainieren kann wie zu ihren besten Zeiten. Früher stand sie ja 4-5 Stunden auf dem Platz, jetzt diesen Tagen vielleicht noch 2 Stunden. Nach den Rückenproblemen der Fußoperation sind die Reserven aufgebraucht. 2:1. Haberbreak für Stefanie Graf. Fehler.
40-15, 40-15. Aus! 40-30, 40-30. Spiel, Bro. Bro, 3-1, 3-1. No, 15, not 15. No, 30. Love 30. Trust by the 30. Spiel, hab's it over. Wir sehen hier den Turnierdirektor Eberhard Wenski. Ist viel darüber gesprochen werden, wer ist denn nun verantwortlich hier für den Neubau. Viele erheben da den Anspruch, aber es ist einzig und allein er gewesen, der das Ding durchgezogen hat. Hier diesen Neubau auf der Anlage am Hundekehlensee. Und wir sehen hier ein Spiel, das noch lange nicht entschieden ist. Und für Stefanie Graf wird es sehr schwierig sein, das so ruhig und gelassen durchzuziehen. Denn sie ist ja diese ganz engen Situationen eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Und wir haben das ja beim Fed Cup gesehen in Tokio, als sie gegen Kimiko Date nach Matchbällen verlor. Also das darf hier kein Nervenspiel werden. Das natürlich alles nur aus der Sicht von Stefanie Graf. Wir freuen uns wirklich an dem erfrischenden Spiel der Karina Habsudova aus der Slowakei, die sich da so natürlich bewegt auf dem Center Court und hier ganz vorzüglich spielt. Immer noch ein Break vorne Stefanie Graf. Aus! 15 Uhr, 15 Uhr.
30-0, 30-0. Die besten Vorhandbälle von Stefanie Graf in diesem Match an einem Stück. Direkte Punktgewinne, das ist das Herausragende an der Stefanie Graf. Wenn diese Vorhand kommt, dann haben die Gegnerinnen keine Chance mehr, können mit dem Tempo nicht mithalten. Zumindest hier in Berlin bei aller Vorsicht zum jetzigen Zeitpunkt. Zum Singen. Fittinger. Same by the 15 on. Vielleicht sogar ausnehmen der Linie. Stefanie Graf zeigt dies an. Aus unserer Perspektive war er wahrscheinlich im Aus. Aber wie gesagt, wenn man genau hinschaut, gibt es vielleicht eine andere Entscheidung von Schiedsrichterin Jane Harvey. Ball wird gut gegeben. Ball wird gut gegeben, damit 30-15. Jawohl. Der beste Schlag bei Karina Habsudowa, bei diese weithin geschlagene Rückhand, überraschend immer wieder die Linie entlang gespielt. Keine Angst, die 22-Jährige in ihrem ersten ganz großen Finale. Hier noch der Turnierdirektor, jetzt der Turnierarzt, Professor Scholz, der hier über die Tage über die kleinen Problemchen mit den Spielerinnen besprach. Auch Stefanie Graf war hin und wieder mit ihm in Kontakt, aber Gott sei Dank brauchte er nicht eingreifen. Aber dieses Spiel ist immer noch offen. Obwohl Stefanie Graf einen Break vorne ist. Karina Habsudowa spielt dafür zu gut. Und Stefanie Graf, wie gesagt, obwohl wir hin und wieder einige wirklich glänzende Punkte sehen, ist von ihrer Bestform entfernt. Und das ist auch ganz normal, da gibt es auch gar nichts darüber zu diskutieren. Sie hat zu wenig gespielt, sie hat nicht genügend trainieren können. Gerade sie, die Perfektionistin, die ja fast sonst immer jeden Tag über Stunden auf dem Platz stand. Egal, sei es drum, wir erleben jetzt hier doch mittlerweile ein sehr gut anzusehendes Damenfinale in Berlin. Thank you.
15 beide. 15 Uhr. Thirty-fifteen. Spiel girl. So after 5-3. No, 15. Love 15. Fifteen. Provider 31. Einstand, Juice. Den Matchball zum 99. Turniererfolg von Steffi Graf. Oh,
Blöd, hat sie da gesagt. Warum? Weil sie ganz einfach die ganze Vorhand-Ecke offen gelassen hat. Schauen Sie mal, wo die Stefanie da im Stand. Aber vorzüglich gespielt von Karina Habsedorfer. Ich bin blöd. Nein, nein, nein. Aber nur bei diesem Ballwechsel natürlich. Spiel. Toll, wie die Karina Habsedorfer da einfach frech drauf losspielte. Dieses Ding ist immer noch heiß, meine Damen und Herren. Ich möchte hier nicht unken. Es ist noch nicht gelaufen. Vorteil, hast du drüber. Spiel, hast du drüber. Eine kleine Unsicherheit bei der Stefanie Graf war hier nicht zu übersehen. Einen Matchball gehabt, den hat Karina Habsedorfer vorzüglich abgewehrt. Dann einen direkten Rückhand-Return-Fehler, Vorhandfehler. Eigentlich aus der Sicht der Weltranglistin erste fast verschenkte Punkte, die letzten zwei. Und nun werden die Nerven von Stefanie Graf nochmal so richtig geprüft. Denn das bedeutet etwas für sie hier, dieses Turnier zu gewinnen. Das wäre dann zum 9. Mal ein unglaublicher Triumph. Den Titel bei den German Open. Aber insgesamt für ihre psychische Verfassung und natürlich dann auch im sportlichen Hinblick auf die French Open. Also, dies jetzt hier ist ein ganz schwieriges Spiel für die 26-Jährige. Bei den Herren haben heute gut Sonne getankt. Und auf geht's. Karina Habsedorfer präsentiert sich heute als vorzügliche Endspielgegnerin der Weltranglistenersten. Auf geht's. Nur vom Sender verdient. Bella! Nur 30 Klappferi. Das Publikum hilft in dieser Situation der Stefanie Graf, die das wahrscheinlich auch spürt, trotz aller Anspannung. Ein Angst
Ball 30, tief 40, 40, unten 40. In das Netz hineingesetzt. Da wackelte der Arm. Es war ganz klar zu erkennen, schon die Bewegung zum Ball war zögerlich. Und nun auf einmal Breakchance für Karina Habsutova. Wir wollten nicht unken, wir bleiben auch dabei. So schnell kann es gehen. Eben noch Matchball, nun fünf Beide, das Spiel absolut auf der Kippe. Stefanie Graf ist zurückgegangen mit ihrem Spiel, hat nicht mehr die Initiative ergriffen, spielt nur noch zurück, wartet auf die Fehler der Gegnerin und nun ist alles offen. Nur 15, war 15. Einstein. Tschüss. Da hat Karina Habsutova ihren Dämpfer verloren. Dämpfer, der immer in der Bespannung drin ist, um die Schwingungen ein wenig herauszunehmen. Da sehen Sie das kleine schwarze Ding da in der Bespannung unten. Und wir erleben einen Breakball für Stefanie Graf. Fehler! Riskiert Stefanie Graf wieder einen direkten Punktgewinn mit der Vorhand. Zu passiv, Stefanie Graf, aber dafür schlägt sie Karina Habsutova. Und genau in dieser Situation haben wir die mangelnde Routine bei Karina Habsutova erkennen können. Diesen Ball hätte sie nicht als Flugball spielen müssen, wenn dann zwei, drei Meter weiter vorne. Hätte sie Zeit gehabt, die ganze Rückhandecke bei Stefanie Graf war frei. Und dann so ein schwierig zu spielender Flugball, der dann prompt im Netz saß. Das bedeutet erneut Break für Stefanie Graf.
die erneut die Möglichkeit hat, mit eigenem Aufschlag diese Championships zu gewinnen. Diesmal auf der besseren Seite, spielt nicht mehr gegen die Sonne, obwohl so langsam hier Wolken aufziehen. Über dem Center Court sind ja im Verlauf des Nachmittags Regenschauer und sogar leichte Gewitter angesagt. Bislang hat man hier bei dieser Veranstaltung eine ganze Menge Glück gehabt, was die Witterungsbedingungen angeht, auch gestern. Also noch einmal, auf geht's für Stefanie Graf gegen eine sehr, sehr gut aufspielende Karina Habsudowa, die sich hier freigespielt hat bei diesem Turnier und auf jeden Fall unter den ersten 30 auf der Weltrangliste nach dieser Veranstaltung anzutreffen sein wird. Das sollte eigentlich jetzt reichen. Bravo, Karina Habsudowa. Wir erleben Matchball Nummer 2 und ein Ass wird es dann eigentlich tun, um auf Nummer sicher zu gehen. Großer Sieg für Stefanie Graf, unerhört wichtig für ihre Psyche, für ihr Selbstvertrauen. Stefanie Graf gewinnt hier 4:6, 6:2 und 7:5 gegen eine wirklich aus ihrer Sicht fantastisch aufspielende Karina Habsudowa. Die Bank von Stefanie Graf, rechts außen eben zu sehen, Bruder Michael, der seit gestern in Berlin ist. Dieser Erfolg wird hier unerhört viel bedeuten. Hat ja in diesem Jahr noch nicht allzu viele große Erfolgserlebnisse gehabt. Dieses Turnier ist ja mittlerweile ein reines Stefanie Graf Festival geworden. 9-mal hat sie diese Veranstaltung gewonnen, ein Rekord der Rekorde. Und dies heute war ihr 99. Turniererfolg in ihrer Karriere. Außergewöhnliche Stationen einer Ausnahmespielerin, gar keine Frage. German Open haben in diesem Jahr fast ausschließlich von der Teilnahme der 26-Jährigen profitiert. Das bei allem Respekt vor den übrigen Teilnehmerinnen. Aber das war halt die ganz besondere Situation. Vor allem gesundheitsbedingt, nachdem Stefanie Graf ja immer wieder in den letzten Wochen große Rückenprobleme hatte.
Also, wir haben hier nach einem sehr nervösen Beginn ein immer besser werdendes Match erleben können und hoffen, dass nun auch bald die Offiziellen den Weg auf den Center Court finden. Sollte organisiert werden. Wir wollen Ihnen natürlich auch die Siegerin dann unten auf dem Platz präsentieren, aber das scheint hier mit der Organisation leider nicht allzu gut zu klappen. Manfred von Richthofen, rechts im Bild, der Präsident des Deutschen Sportbundes, Präsident des Landessportbundes Berlin, Bundespräsident, der erstmals dabei wird, hier von einem Journalisten natürlich gleich über seine Eindrücke gefragt wird auf diese Anlage. Aber wir wollen uns nun auf das Wesentliche konzentrieren, auf die beiden Spielerinnen, das möchten wir ganz ausdrücklich betonen. Und dann natürlich auf die Kleinreden von Stephanie Graf und Karina Habsudova. Dann fange ich hier an. Stephanie Graf in diesen German Tagen, 1989, ruhig und gelassen, erfüllt fast jeden Autogrammwunsch. Und wir konzentrieren uns jetzt auch auf die Siegerehrung. Vorstellen, die Herrschaften vorstellen, die hier diese Siegerehrung durchführen werden. Das ist Dr. Klaus Stauder, der Präsident des Deutschen Tennisbundes. Das werden die Moderationen vorgestellt. Dr. Klaus Stauder, der in den vergangenen Jahren auch wieder immer wieder dabei war, heute Morgen eingeflogen ist, Regierender Bürgermeister, der hier seinen Anteil daran hat, dass dieses Stadion gebaut wurde. Für den Presenter, da gibt es hier noch natürlich den Mitarbeiter, den Verantwortlichen des Hauptsponsors, auch das muss zwangsläufig erwähnt werden, gehört leider dazu, zu solch einer Siegerehrung. Und dann der Vorsitzende des Clubs, Wolfgang Rufer, der hier neulich auch aus den Händen von Eberhard Kiepen das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten hat. Und Georgina Clark, heute von uns schon zweiter Mal angesprochen, von ihr Direktorin, gerade erst an der Hüfte operiert, aber fast nichts mehr zu erkennen. Wir haben vorher überlegt, ob wir hier ein Kabelmikrofon nehmen. Das ist offenbar doch etwas gefährlich. Man kommt leicht ins Stolpern. So, beginnen wir mit der zweiten. Zweite bei den diesjährigen German Open wurde Karina Habsudova aus der Slowakei. Ovationen absolut verdient für die junge 22-Jährige. Toll. Sie können es nicht sehen von da oben vielleicht, aber sie hat inzwischen Tränen in den Augen und das ist verständlich. Als ich vorhin sagte, es war ein spannendes Finale, da war das sicherlich eine große Untertreibung. Es war ein großartiges Finale. Es war ein großartiges Turnier, it was a great tournament. You're not sad after losing this final. Sie sind nicht übertraurig, nachdem Sie das Finale verloren haben. Na, die 100.000 Dollar hätte ich schon gerne gehabt. Ja, wie ist das mit dem Mikrofon? Nehmen wir doch vielleicht das andere Mikrofon. The third try. Sure, I wanted to win this final, but Steffi was just better player. Ja, natürlich hätte ich das Finale gerne gewonnen, aber die Stephanie war gerade die bessere Spielerin. At the moment she's the best player on the Sie tour. Ist die beste Spielerin auf der Tour. Ja, also Glückwunsch an die Attraktion. Vielen Dank, Karina Schillerma. Und es kommt natürlich noch ein Preis. Zunächst einmal den Ehrenpreis des LTTC Rot-Weiß, den Herr Hofer überreichen wird.
kommt noch was, einen kleinen Moment. Zunächst mal Blumen, ja. Das lässt er sich nie entgehen. Und dann überreicht Herr Steinriede den offiziellen Pokal, der von den offiziellen Turnierpokal, den Pokal für die Finalistin, für diese Karina Habsudowa, die nach dem heutigen Platz den enormen Sprung von Position 54 auf der Weltrangliste auf Rang 26 gemacht hat. Und wenn wir sie so verfolgt haben heute, dann kann es nur eine Frage der Zeit sein, dass sie unter den Top 20 vielleicht sogar noch weiter vorne zu erkennen ist. Also sie hat hier das beste Turnier ihrer Karriere gespielt. Und nun kommen wir zur Siegerin. Siegerin der diesjährigen German Open. Und die Siegerin heißt Stefanie Graf. Center Court in Berlin noch nicht erlebt. Lass den Beifall. Aber ich glaube, der Applaus hat gezeigt, die Entscheidung, hier nach Berlin gekommen zu sein. Sie haben ja da zunächst gezögert, war wohl richtig. Natürlich, ich meine, wie gesagt, es war eine sehr schwere Entscheidung zuerst. Als ich sie gefällt hatte, hatte ich mich schon sehr viel wohler gefühlt, und als ich den ersten Tag hier war, dann wusste ich, dass es ganz klar die richtige Entscheidung war. Und ich bin selbst wahnsinnig froh, dass ich es getan habe. Und den Applaus, den ich eben gekriegt habe, also ich bin schon wieder fertig. Eine Frage muss ich stellen, die wird auch in der Pressekonferenz wieder gestellt nach dem Matchball, nachdem es am Anfang nicht ganz geklappt hat. Haben Sie da so ein bisschen innerlich gezweifelt? Nach dem ersten, den ich blöd gespielt habe. also es war natürlich dann wieder die Situation, ich habe mir gedacht, Mensch, warum hast du nicht irgendwie ein bisschen besser den Punkt abgewartet, und habe selbst mit mir in dem Moment gehadert und habe einfach nicht richtig abgewartet und bin dann wieder etwas nervös gewesen und habe sie dann wieder ins Spiel kommen lassen. Aber ich muss auch sagen, sie hat ein tolles Risiko genommen, hat teilweise unglaublich tolle Bälle geschlagen, von denen ich selbst wahnsinnig überrascht war. Ja, die Big Points machen eben nur die ganz großen Spielerinnen, und sie haben es wieder allen gezeigt. Das zeigt ein bisschen auch die Sympathien für Karina Habsudowa. Verzeihen Sie, wenn ich Ihre Gefühle in diesem Augenblick vielleicht nicht richtig artikuliert habe. Wir kommen jetzt zur offiziellen Siegerehrung. Herr Steinriede überreicht den offiziellen Sieger. So, wir haben den entscheidenden Part mitbekommen. Eine Siegerin, die hier wirklich großartig gespielt hat, Stefanie Graf, siegt in 3 Sätzen zum 9. Mal in Berlin mit 4:6, 6:2, 7:5 gegen eine vorzüglich auftrumpfende Karina Habsudowa. Das soll es gewesen sein vom Center Court. Ich gebe schnell ab in unser Studio. Das Bild nehmen wir vielleicht noch mit, meine Damen und Herren. Jetzt gebe ich ab in unser Studio zu Jochen Spretzer. Ja, vielen Dank. Jetzt hab ich's drauf. Vielen Dank an Jürgen Pohmann. Wir werden uns natürlich nachher auch noch um ein Interview hier in unserem Studio mit Steffi Graf, der großen Siegerin von dieser Institution. Es ist ein sehr langer und harter Weg vom Nachwuchssportler zum Spitzensportler.
Als junger Sportler ist es sehr schwer, schon in frühen Jahren auf Reisen zu gehen, die Familie zu Hause zu lassen, seine Freunde. Und gerade da eine gute Unterstützung zu bekommen, auch sicherlich in finanzieller Hinsicht, das ist schon sehr hilfreich. Der Olympiaclub gibt diese Unterstützung. Ich hätte es mir gewünscht, dass die Förderung gerade bei mir in den Jugendjahren etwas stärker gewesen wäre. Leider gab es zu meiner Zeit den Olympiaclub noch nicht. Also meiner Meinung nach ist der Olympiaclub genau das Richtige für die Nachwuchsförderung. Unterstützen Sie gemeinsam mit Steffi Graf und der ARD den deutschen Sportnachwuchs. Werden Sie Mitglied im Olympiaclub. Informationen unter 0180 55 057. Dabei sein ist alles. So, meine Damen und Herren, und jetzt ist Steffi Graf live bei uns, glückstrahlende Siegerin. Herzlichen Glückwunsch, Steffi Graf, zum 9. Mal hier gewonnen, 99. Turniersieg. Das sind Statistiken, aber wie ist dieser Sieg am heutigen Tag für Sie mental einzuordnen, von der Bedeutung her? Ach, sicherlich sehr wichtig. Gerade eben vor Paris nochmal ein Sandplatzturnier gewonnen zu haben, ist sicherlich sehr entscheidend. Und ich hatte heute einige Höhen und Tiefen und es war wirklich ein sehr, sehr enges Match. Und insofern glaube ich, das ist die beste Vorbereitung, die ich haben könnte. Hat sich die Routine dann am Schluss durchgesetzt? Hatten Sie den Eindruck, dass Sie da nochmal alle Register gezogen haben, dass da vielleicht die Frau Habsudowa noch ein bisschen Nachholbedarf hat in dieser Beziehung? Auf der anderen Seite hat sie dadurch aber auch teilweise viel lockerer gespielt. Also sie hat von relativ tiefen, kurzen Slice Winners geschlagen. Also da war ich doch sehr überrascht, dass sie die Lockerheit bis zum Schluss hatte. Bei mir war es dann eben so, dass ich ein bisschen verkrampft gespielt habe und sie noch mal hab rankommen lassen im dritten Satz zum 5 beide. Und dann habe ich dann irgendwie mich wieder ein bisschen gefangen und sicherer gespielt. Was mir auffällt in dieser ganzen Turnierwoche bei Ihnen, Steffi Graf, ist, dass Sie sich viel mehr über Ihre Erfolge noch freuen können als früher. Sie haben nun so viel erreicht, aber in dieser Woche, man sieht es dann auch so nachher, wenn Sie die Autogramme schreiben und zu den Leuten eine tolle Beziehung entwickeln. Also man hat den Eindruck, Sie haben noch viel mehr Lust und Freude am Sieg inzwischen gewonnen. Auf eine Art, aber ich glaube, dass man das vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr registriert. Weil ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich mich in der Hinsicht viel verändert habe. Ich glaube, das war eigentlich schon immer so. Nur, was ich auch gestern schon gesagt habe, in den letzten Jahren ist mir das Siegen schon schwerer gefallen und durch verschiedene Probleme. Und aus diesem Grund, glaube ich, kann ich schon sagen, dass ich mich mehr freue, sicherlich. Mhm. Hatten Sie in letzter Zeit ja einige Verletzungen. Haben Sie da so ein bisschen die Angst, dass der Körper mal zu sehr rebellieren könnte in nächster Zeit? Oder stecken Sie das voll weg? Ja gut, das nehme ich natürlich auch teilweise in Kauf, das ist ganz klar. Wenn es geht, dann geht's. Wenn nicht, dann kann ich natürlich nicht spielen. Das akzeptiere ich ja auch. Nur wenn ich die Möglichkeiten habe, und in den letzten Wochen ist es eigentlich wirklich sehr gut gelaufen, da hatte ich eigentlich gerade auch mit dem Rücken sehr, sehr wenig Probleme. Insofern hoffe ich, dass eben erstmal dabei bleibt. Die French Open natürlich das nächste große Ziel, ist ganz klar. Aber Sie haben auch gesagt, dass die Olympischen Spiele Ihnen sehr viel bedeuten. Wir haben gerade den Spot gesehen, wo Sie für den Olympiaclub geworben haben. Wie ist da so das Verhältnis zwischen Grand Slam und Olympia? Ich glaube, das ist sehr ähnlich einzustufen. Es ist natürlich unglaublich schwer für mich, nachdem ich dann Paris oder Wimbledon gespielt habe, dann nach Atlanta zu kommen. Gerade aus dem Grund, weil ich einfach mich natürlich für diese beiden Turniere extrem vorbereite. Es wird sicherlich auch nicht nur körperlich, sondern auch nervlich nicht ganz einfach werden, über so eine lange Zeit sich relativ weit oben zu halten. Insofern wird sicherlich wahnsinnig anstrengend werden der Sommer, aber ich freue mich wahnsinnig, es werden meine vierten Olympischen Spiele sein und jeder Einzelne hat eine besondere Erinnerung für mich, deswegen hoffe ich, dass ich wieder Spaß haben werde. Was machen Sie konkret jetzt in der Zeit bis zum French Open Turnier? Natürlich nicht mehr, sondern gezielte Vorbereitung, oder? Ja, also ich werde die nächsten zwei Tage erstmal kein Tennis spielen und nehme es mal ein bisschen lockerer, werde dann wieder langsam anfangen zu trainieren, werde Ende der Woche nach Paris fliegen und mich dann eben in Roland Garros vorbereiten. Auch Sie kann ich natürlich nicht entlassen, ohne nach der Fußballsituation kurz zu fragen. Ja. Dortmund Meister, Kaiserslautern abgestiegen. Bewegt Sie da irgendwas? Ja, also Kaiserslautern hat schon sehr weh getan. Warum? Nun, ich komme aus der Region. Ja. Und wenn man eben auch so ein bisschen verfolgt die letzten Wochen, und ich kenne einige, deren Herzen voll bei Kaiserslautern ist,
dann ist das sicherlich eine traurige Angelegenheit gewesen. Natürlich für Leverkusen, gerade für Rudi Völler ein toller Abschluss, aber das hat mir doch irgendwie ein bisschen leid getan. Man merkt also auch, Steffi am Fußball interessiert, wie die meisten Sportler. Apropos Steffi, Leute, die Ihnen viel näher stehen als ich, sagen inzwischen fast nur noch Stefanie. Habe ich da die ganze Woche ein bisschen daneben geschossen mit Steffi oder ist Ihnen das egal? Nein, überhaupt nicht. Ich achte darauf eigentlich überhaupt nicht. Ich selbst merke das auch teilweise gar nicht. Ich selbst nenne mich zwar Stefanie, wenn ich zum Beispiel Telefon abnehme oder so, aber selbst reagiere ich da gar nicht, ob das jetzt Steffi oder Stefanie ist. Ich bin für alle Steffi und das ist genau das Wort, was Sie sagen, für alle Steffi. Und ich glaube, die Zuschauer, die sagen, das ist unsere Steffi und sie hat Berlin gewonnen. Und dazu noch einmal allerherzlichsten Glückwunsch. Danke. Danke, dass Sie während der ganzen Woche ins Studio gekommen sind, uns Rede und Antwort gestanden haben. Wir freuen uns auf weitere Turniere mit Ihnen, alle, die Sie beschrieben haben. Und Hans-Jürgen Pogl.